Ja, herzlich willkommen zurück bei Star Citizen zu einem weiteren Let's Show heute. Und Let's Show ist eigentlich wieder mal das falsche Wort, aber so haben wir halt die Bezeichnung hier bei mir auf dem Kanal Let's Play und Let's Show. Und das ist halt eher noch Let's Show als Let's Play, weil wir spielen heute nicht, sondern wir machen ein kleines Q&A zu Alpha 3.3 und zum allgemeinen zu Star Citizen und Squadron 42. Das heißt, ich möchte euch ein paar Infos mitgeben, die vielleicht der ein oder andere nicht mitbekommen hat auf der CitizenCon, der vielleicht die CitizenCon sogar verpasst hat und einfach noch ein paar generelle Infos haben möchte. Das heißt, ein reines Quatschvideo, lehnt euch zurück und genießt. Ihr könnt auch gerne eure Kommentare dann noch reinschreiben zu den ganzen Sachen, die ich gleich sage. Ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, über die ich mit euch reden will. Und ich lasse währenddessen einfach mal so ein bisschen die Homepage im Hintergrund laufen, dass es nicht ganz so langweilig ist. Also, fangen wir mal an mit dem Multitool. Für die, die nicht wissen, was damit gemeint ist, das Multitool ist im Prinzip so eine kleine, so ein kleines Handgerät, eine Art Waffe, könnte man sagen. Aber es ist nicht dazu gedacht, dass man damit rumballert, sondern man soll damit verschiedene Dinge machen können. Das heißt, und das kommt jetzt auch rein mit der 3.3, wir können uns dann in Hurston ein Multitool kaufen. Das haben sie auch gezeigt, das ist so ein kleines gelbes, pistolenartiges Ding. Und wir können damit beispielsweise schweißen, ja, denn bei Raumschiffen werden Dinge kaputt gehen, sei es durch Alterungsprozesse, dazu später mehr, oder sei es auch durch Beschädigungen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir vielleicht mal eine Quest haben werden, oder sehr häufig wahrscheinlich die Quest haben werden, irgendwo einzubrechen. Also da ist irgendwie ein Wrack und das ist aber halt zu, ja, alles kaputt und da muss man sich vielleicht einen Weg reinschweißen. Solche Dinge kann man dann unter anderem damit machen. Es wird also zum Reparieren von bestimmten Objekten sein, im eigenen Schiff oder auch in fremden Schiffen und auch zum Schweißen und irgendwo reinbrutzeln und so weiter. Darüber hinaus wird das Multitool noch verschiedene Aufsätze haben. Das heißt, wir können das upgraden. So ein bisschen wie man jetzt ein Gewehr, kommt ein Schalldämpfer drauf oder kommt ein Nachtsichtgerät drauf oder wie auch immer. In dem Fall allerdings geht es um echte Upgrades, denn wir können damit zum Beispiel auch Salvaging machen. Salvaging bedeutet, wir können also, ich mache euch mal ein simples Beispiel. Ihr fliegt irgendwo durch die Gegend, landet auf irgendeinem Mond oder Planeten und entdeckt dort einen Wrack. Jetzt habt ihr aber nur ein kleines Starterschiff, zum Beispiel eine Aurora. Jetzt könnte das Wrack natürlich, naja, nur quasi nichts damit tun. Wenn ihr aber das Multitool habt mit dem Salvaging-Aufsatz, könnt ihr jetzt dort also Materialien rausziehen. Das heißt, ihr könnt dieses Schiff quasi, dieses Wrack wegsaugen. Sicherlich nicht das Ganze. Das Multitool ist nur ein kleines Handgerät, also eher für Kleinigkeiten gedacht, aber es geht. Das gleiche geht übrigens auch beim Mining, also wir können auch, jedenfalls ist das so geplant, der Wunsch der Community ist ja, dass das auch kommen soll und ich bin mir da sicher, dass sie das auf jeden Fall machen werden. Das heißt, wir können also dann auch Mining betreiben, also ihr seid wie in dem vorherigen Beispiel unterwegs, diesmal findet ihr aber keinen Wrack, sondern ein paar Erzklumpen, also ein paar kleine auf dem Mond und die nehmt ihr halt einfach mit, ne, zum Beispiel. Dafür ist das da und vieles mehr. Was genau dort alles reinkommt, wird sich zeigen. Wird sich auch zeigen, ob man alle Aufsätze mitnehmen kann oder ob man sich für ein oder zwei entscheiden muss. Das weiß ich nicht, das werden wir dann sehen. So, der nächste Punkt. Da habe ich mir aufgeschrieben, Planeten, Monde und Systeme. Denn, was ganz oft gefragt wird, ist, wie groß soll denn eigentlich Star Citizen noch werden, bis es dann mal released wird? So, vielleicht mal da so einen Satz zum Release. Ich vermute, dass es kein Hard Reset oder ein Hard Release wird. Also unter dem Motto, jetzt geht's los. Ja, es wird zwar ein Reset geben, das heißt also alles, was wir bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt quasi uns erwirtschaftet haben, wird dann resettet, denn dann ist ja die Alpha- oder Beta-Phase vorbei und dann geht das Spiel erst quasi richtig los. Es soll ja auch niemand einen Nachteil haben, wenn er erst einsteigt, wenn das Spiel rauskommt. Der Vorteil, den wir als Unterstützer haben, ist der, dass wir einfach unsere mit Echtgeld gekauften Schiffe bereits benutzen können und dass wir gewisse Erfahrungen haben, die wir vielleicht nutzen können. Ja. Aber vermutlich wird es so sein, dass es einfach eine Art, ansonsten ein fließender Übergang sein wird und Chris Roberts hat auch gesagt, er möchte das Tempo weiter so beibehalten, also auch nach einem Release irgendwann soll regelmäßig beispielsweise alle 3 Monate oder alle 4 Monate neuer Content kommen und dann kommen wir nämlich auch zum Thema Planeten, Monde und Systeme. Soweit mir bekannt, wollen sie insgesamt 100 Sternensysteme mal irgendwann haben.
Das heißt aber jetzt nicht, dass das released wird, wenn sie 100 Sternensysteme haben, sondern sie werden irgendwann sagen, ich mache mal ein Beispiel, sie haben 15 Systeme oder 20, ja, sagen sie, okay, wir sind jetzt mit allem soweit durch, technisch alles gelöst, Content ist da, das Spiel funktioniert, die Community hat noch Bock drauf, wir starten jetzt das Spiel quasi, jetzt wird also resettet und dann geht's los. Und dann kommen alle paar Monate neue Systeme rein, neue Planeten rein und so weiter. Ein System besteht halt immer aus mehreren Planeten und jeder Planet hat mehrere Monde. Das heißt, dieses systematische, diesen Aufbau quasi wird man beibehalten. Also vermutlich wird es weit über 100 verschiedene Planeten geben beim fertigen Spiel. Das ist halt eine Vermutung, ne? Könnte auch mehr sein oder weniger. Und mehrere hundert verschiedene Monde. So viel mal dazu. Also es wird relativ groß werden. Natürlich nicht so groß wie ein Elite Dangerous. Dort gibt's ja quasi, da haben sie ja die ganze Milchstraße sozusagen nachgebaut. Was aber, wenn man ehrlich ist, Quatsch ist, weil das ist halt zu groß. Es ist, kein Mensch braucht diesen Platz. Und kein Mensch kann diesen Platz jemals in 100 Jahren nicht bevölkern und mit Leben erfüllen. Deswegen finde ich es zumindest gut, dass sie es nicht so sehr übertreiben. Ich meine, sie übertreiben sowieso schon. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Aber das ist noch in einem Rahmen, wo ich sage, 100 Planeten, mehrere Millionen Spieler, das kann ich mir vorstellen, dass das mit Leben erfüllt ist. Ne? Lassen wir es einfach mal so stehen vielleicht. So, der nächste Punkt ist, den haben wir eigentlich schon mit abgehakt, Release/Zeit. Viele fragen, wann kommt das Spiel raus, wann ist das Spiel fertig? Es ist fertig, wenn es fertig ist. So einfach ist es halt. Niemand will ein unfertiges Spiel haben, davon hat man in der Vergangenheit genug. Und was ich vielleicht sagen kann ist, ich bin weiterhin sehr, sehr begeistert von den Fortschritten, die sie während der Alpha-Phase machen. Wir hatten jetzt, also das Jahr ist jetzt fast vorbei, der 3.4-Patch kommt ja noch im Dezember und ja, sie haben wirklich viel gemacht, muss man sagen. Also wenn ich mich noch an die Anfänge von der 3.0 noch erinnere, damals im Dezember letztes Jahr, da ist verdammt viel passiert. Und was ich auch noch sagen kann, es wird jetzt alles nochmal um einen ganzen Ticken schneller gehen, da bin ich mir absolut sicher, weil sie Object Container Streaming drin haben. Ja, denn ihr müsst euch vorstellen, dort sind Entwickler, die bauen seit Ewigkeiten an Planeten und Monden und an Systemen, wie man diese halt sozusagen prozedural mit Gebäuden befüllt oder mit Tieren und Pflanzen. Das ist ja alles schon da. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig, aber es ist im Groben schon mal alles da. Und die haben halt nicht wirklich Gas gegeben, weil sie wussten, ohne OCS ist unsere Arbeit hier quasi für die Katz. So, das heißt, jetzt wo OCS fertig ist, können die Entwickler massiv das Universum bauen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir einfach sehen werden. Man muss sich ja eines vor Augen halten. Sie bringen jetzt mit der 3.3 oder 3.35 Hursten mit seinen vier Monden. Und ein paar Monate später soll ja schon der nächste Planet kommen, Arcorp, mit seinen drei oder vier Monden. Weiß nicht, wie viele das sind. Und wenn sie dieses Tempo beibehalten, rein theoretisch, können wir also davon ausgehen, dass pro Jahr zwischen 3 und 4 Planeten kommen. Und je mehr sie machen, desto besser werden sie, desto schneller kommen sie. Das heißt, ich bin der Überzeugung, dass der Release-Termin durch das Funktionieren von OCS, also Object Container Streaming, deutlich in die Gegenwart gerückt ist. Was bisher noch wirklich weit weg war, ist jetzt schon so, kann man sich schon wirklich vorstellen. Ja, das ist nur meine Meinung, das wollte ich euch nur an der Stelle mal sagen, dass ich davon ausgehe, dass sie das eben da über diese Varianten wirklich gut hinbekommen. Was fehlt? Chris Roberts hat zum Ende der CitizenCon noch einen kurzen Vortrag gehalten, der da lautete Road to Release. Und das, was noch fehlt, sind im Groben jetzt, sage ich es mal, zwei wirklich große Dinge noch. Zwei große Themenkomplexe fehlen noch, nämlich Full Persistence und Server Meshing. Deswegen will ich darauf nochmal eingehen, das hat man nämlich auch nicht im Stream gehabt und das ist wirklich wichtig zu verstehen. Weil gerade die Full Persistence ist halt ein Ding, was wir uns, glaube ich, alle nicht so wirklich vorstellen können, aber es wird kommen, wenn sie weiter daran arbeiten. Full Persistence bedeutet, nehmen wir mal als Beispiel, du bist ein Pirat, ja? Und du hast ein Raumschiff und du hast einen Schatz. Jetzt kannst du diesen Schatz auf irgendeinem beliebigen Mond oder Planeten deiner Wahl vergraben. Und nach 2 Jahren fällt dir ein, ich brauche Kohle. Ich hätte gerne meinen Schatz wieder. Dann gehst du dorthin und gräbst den Schatz wieder aus. Der verschwindet nicht von allein. Es gibt kein Despawn in dem Sinne. Auch ein Raumschiff, wenn du irgendwo abstürzt, auf irgendeinem sonst wo, ist egal wo,
dann ist dein Wrack dort von deinem Schiff und deine Leiche wahrscheinlich, gut, die Leiche wird wahrscheinlich despawnen, davon gehe ich mal aus, aber das Schiff ist halt da. Also alles, womit man auch irgendwie was anfangen kann, bleibt dauerhaft im Universum bestehen. Und das wiederum ist extrem geil, weil es realistisch und logisch ist und es ist auch wichtig, weil es gibt ja den Berufszweig Salvaging. Und ich bin mir sicher, dass tausende von Leuten jeden Tag irgendwo mit ihrem Raumschiff crashen und abstürzen werden in den nächsten Jahren. Und der Salvager freut sich, weil er genau weiß, irgendwo stürzt immer einer ab und ich muss nicht hetzen. Ich muss nicht quasi auf die Jagd gehen. Ich mache einfach meinen Kram. Die Wracks bleiben, wenn sie nicht irgendwer anders sich holt, ne? Und insofern ist das halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Bruchteil davon, was das letztendlich dann für uns alles noch zu bedeuten hat. Da geht es dann noch viel, viel weiter, wenn tatsächlich alles vollkommen persistent ist. Weil persistent ist quasi gleichzusetzen in dem Fall mit der permanenten Existenz von Dingen, die man quasi verliert, sozusagen, ne? So, also im Endeffekt geht es darum, eine reale Welt zu haben. So. Das andere ist das Server-Meshing. Und da wurde ja auch schon oft gefragt, wie ist denn das mit den Servern? Gibt es einen deutschen Server? Gibt es einen englischen Server? Pipapo. Jein. Es ist so, es soll einen globalen Server geben. Und also sie wollen das nicht so machen wie in World of Warcraft, wo es halt irgendwie 50 deutsche Server gibt und dann gibt es 50 englische und was weiß ich was. Sondern sie machen quasi einen globalen Server und nutzen dann eine Art Server-Pool-System, könnte man sagen. Das heißt, sie sagen, wir hätten gerne, dass auf dem Planeten Hurston als Beispiel 2000 Leute sind. Die dürfen dort aktiv spielen, gleichzeitig, die können sich auch alle treffen, das ist alles kein Problem. Und wenn es dann mehr sind, wird quasi eine zweite Instanz davon geöffnet. Ja? Und das Ganze wird aber ein fließender Übergang, dass man das selber an sich gar nicht merkt. Und das Ganze natürlich auch nochmal gepaart mit den Sprachen, denn natürlich wollen sie auch dafür sorgen, dass jetzt ein Deutscher nicht zwingend Englisch im Chat schreiben muss. Also das heißt, Server-Meshing geht es halt darum, wir sind aktuell jetzt bei 50 Spielern auf einem Server und sie wollen das halt deutlich anheben. Und das ist eine recht komplexe Sache, da geht es auch um virtuelle Server, das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig. Aber das ist dann quasi das Letzte, was noch ansteht. Wenn das dann quasi fertig ist, dann können wir davon ausgehen, dass das Spiel auch released wird. So, okay, das wäre das. Dann noch ein paar kleine Hinweise, die habe ich zwar schon mal erzählt, ich sage es trotzdem noch, weil sie noch hier dazu gehören. Wir können mit der 3.3 Schiffe in-game kaufen, das heißt, wir können also endlich uns mit Quests und mit Mining und was auch immer ihr so treibt, könnt ihr euch Geld erwirtschaften im Spiel. Natürlich Alpha-Geld, ja, kein Fertigspielgeld, sondern Alpha-Geld. Und dann könnt ihr euch davon ja im Spiel dann eure Schiffe kaufen, die ihr gerne haben wollt. Die Preise davon, die werden sich noch anpassen, genauso wie sich die Questbelohnungen anpassen werden. Und sie werden natürlich auch dafür sorgen, dass man nicht alle paar Wochen irgendwie ein Patch raushaut, dann wird alles resettet. Das haben sie auch gesagt. Ich weiß nicht, wie sie das machen werden, aber irgendwie so wird es dann werden. Da müssen wir uns mal überraschen lassen, wie es dann damit läuft auf dem Live-Server. Und das ist das eine. Und das andere ist die Sache mit der Performance allgemein. Also ihr habt es schon in den Videos gesehen, die Performance ist absolut grandios. Ich hoffe, dass es auf dem Live-Server genauso gut sein wird. Ich denke aber, dass dem so ist. Zumal jetzt auf dem PTU sind die auch genug Leute. Also der Server ist ja trotzdem voll. Weißt du, der Server ist ja mit 50 Leuten genauso voll wie beim Live-Server. Insofern dürfte es eigentlich keinen Unterschied machen. Aber selbst wenn es keine 100 FPS sind, solange es 60 sind und sich flüssig anfühlt und sich sauber spielt, ist mir das egal. Ne? Ich brauche keine. Also mir reichen auch 40 FPS. So ist es nicht. Es geht weniger um die Menge der FPS, sondern es geht eher um die Kontinuität der Leistung und dass es sich schön weich spielt, das Spiel. Weil ansonsten nervt es halt auf Dauer. Wenn es immer irgendwie so rumzuppelt und rundherum stottert, das ist einfach nervig. Und deswegen ist es schon bedeutend besser geworden als jemals zuvor. Und ich würde sogar so weit gehen, ich würde so dreist sein und sagen, es ist aktuell zumindest besser noch als in der alten 2.6. Und die lief wirklich so flüssig wie Butter, wie weiche Butter, Zimmertemperaturbutter. So, das war der vorletzte Punkt. Der letzte Punkt des Videos soll sich nochmal um das Thema Squadron 42 drehen, denn, da kann ich euch nochmal ganz kurz hier das aufmachen, ich empfehle ja immer dieses Game Package mit Squadron 42, das hier, beziehungsweise das mit Aurora, je nachdem welches Schiff ihr haben wollt. Und zu Squadron 42 wurde nun also auch nochmal was gesagt. Es ist so, dass rein von den technischen Problemen
alles gelöst ist. Das letzte, was quasi für Squadron 42 noch fehlte, war das Object Container Streaming. Das, was jetzt beim Star Citizen Spiel noch fehlt, ist das serverseitige Container Streaming, das Server Meshing und diese permanente Persistenz quasi. Aber diese drei Punkte sind für das Squadron 42 nicht relevant, weil es ist ein Singleplayer. Das heißt, alles wird sowieso lokal gespeichert. Da haben sie diese ganzen Serverprobleme nicht. Ne? Das heißt, Squadron 42 steht aktuell vor keinem technischen Hindernis mehr. Anders gesagt, sie müssen nur noch fertig bauen. Und wir werden sehen, wie lange das dauern wird. Er hat keinen Release-Termin genannt, aber es wird jetzt auf jeden Fall deutlich auch hier an Tempo zunehmen. Und soweit mir bekannt ist, soll auch weiterhin Squadron 42 deutlich eher kommen als Star Citizen selber. Also ich würde mich mal darauf einstellen, das ist aber jetzt nur eine rein persönliche Sicht, ich würde mich darauf einstellen, dass wir nächstes Jahr jetzt nicht unbedingt ein Release bekommen von Squadron 42, aber doch die Möglichkeit, dass der angekündigt wird, der Release-Termin. Ne? Darauf würde ich mich jetzt mal festlegen, irgendwann nächstes Jahr, vielleicht zur CitizenCon, weiß ich nicht, wir werden sehen. Weil es ist ja noch viel noch zu bauen und es fehlen ja auch noch ein paar Schiffe, die dort rein müssen und so weiter. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Idris schon soweit fertig ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber das ist eine Frage der Zeit. Ne? Es ist kein technisches Hindernis mehr. Das ist also eine wirklich sehr, sehr gute Nachricht, weil da hatten sie echt dran zu knabbern. Ne? Ich habe gehört, dass Squadron 42 in den Tests, wo man so ohne Object Container Streaming da was gemacht hat, tatsächlich teilweise 30, 40 GB RAM gefressen hat. Das ist ja völlig absurd. Ne? Aber wir sehen ja, dass der RAM-Verbrauch deutlich runtergegangen ist und insofern habe ich da ein gutes Gefühl bei. Deswegen, ich empfehle weiterhin das Package hier auf jeden Fall mit Squadron 42. Denkt dran, in ungefähr einem Monat, ja nicht ganz, aber roundabout in einem Monat ist die CitizenCon. Dann sind diverse Packages im Angebot, also vergünstigt, da würde ich dann zuschlagen. Also erstellt euch, wenn ihr das Spiel kaufen wollt, erstellt euch einfach schon mal einen Account. Denkt bitte an den Referral-Code, wäre schade drum sonst. Den könnt ihr auch schon beim Account erstellen, einfach eingeben. Ihr müsst dann noch gar nichts kaufen. Und dann schlagt einfach dann, wenn ihr es euch holen wollt, im Sale zu. Das ist dann, wie gesagt, zum Anniversary Sale. Und dann sind auch diverse andere Schiffe, die aktuell nicht kaufbar sind, wieder verfügbar. Ja? Und vielleicht gibt es auch nochmal ein paar andere Specials, werden wir sehen. Ich mache auf jeden Fall dann wieder, auf jeden Fall einen haufenweise Videos, wenn dann dieses Anniversary Sale ist. Das ist ja auch das erste Anniversary Sale, was ich mit euch quasi dann gemeinsam veranstalte. Da machen wir aber keinen Stream, das ist ja über mehrere Tage verteilt. Aber ich werde euch dann umfangreich informieren, wenn es dann soweit ist. Also könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. So, das soll es gewesen sein mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, haut es in die Kommentare oder irgendwelche Anregungen habt, haut es auch in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your